Er galt als Musterschüler, hat sich immer wieder an seiner Schule eingesetzt, bekommt sogar Auszeichnungen für sein soziales Engagement. Heute sitzt Rasim Ö auf der Anklagebank des Hagener Amtsgerichts. Der Vorwurf, er soll Geld vom Abikonto seiner Stufe gestohlen haben. Insgesamt sind mehr als 7.000 Euro verschwunden. Die Schüler haben quartalsweise 35 Euro auf dieses Konto eingezahlt. Stammt auch das Geld aus gemeinsamen Aktionen der Schüler, wie zum Beispiel eine gemeinsame Waffel machen. Abi 2023. Eine große Abschlussfeier soll her. Rasim Ö wird von seinen Mitschülern auserwählt, sich um die Planung und auch um die Finanzen zu kümmern. Dafür wird extra ein Konto eingerichtet. Für das hat nur der Angeklagte eine Karte. Innerhalb von 10 Monaten hebt der Deutsche mit türkischen Wurzeln immer wieder Geld ab oder überweist Beträge auf sein privates Konto. Laut Anklage 58 Mal. Das Geld geht fürs Tanken, Essen gehen oder auch einen Urlaub in der Türkei drauf. Als dann die ersten Sachen für die Feier bezahlt werden sollen, gibt der damalige Stufensprecher den Betrug zu. Heute vor Gericht gesteht der mittlerweile 21-Jährige alles. Einen Grund, warum er das Geld aus den Abikassen geklaut hat, nennt er allerdings nicht. Als der Richter fragt, ob er noch irgendwas loswerden will, entschuldigt er sich bei seinen Mitschülern und allen Betroffenen. Das Gericht verurteilt den jungen Mann zu einer Geldstrafe von 900 Euro. Die gehen an eine gemeinnützige Einrichtung. Er konnte das Abitur nicht machen und es ist auch zu Hasskommentaren im Internet gekommen, sodass das Gericht eine Geldauflage hier als ausreichend angesehen hat. Seine Eltern haben mittlerweile rund 7.500 Euro an die Schule zurückgezahlt. Die Abi-Feier hat trotzdem stattgefunden, allerdings ohne Rasim Ö.